Ich habe trotz den offiziellen sozusagen Quellen, als eine Bestätigung, dachte ich, es vergehen jetzt 2, 3 Stunden und dann wird es doch irgendwie als falsch oder als ein schlechter Witz dargebracht. Aber leider war das so. Die Musikwelt trauert um Maris Jansons. Der lettische Dirigent starb in der vergangenen Nacht im Alter von 76 Jahren. Ich habe nachhinein erfahren, dass Herr Janssens eigentlich einen Abend davor einen hervorragenden Abend gehabt hat mit Freunden, die haben Tee getrunken mit Kuchen und seine Worte waren so, ja, bei der Verabschiedung, so, morgen geht es weiter. Und dann angeblich ein paar Stunden später, ja, war er nicht mehr da. Ja, es war ungemein bewegend. Es war auch Bevölkerung aus Petersburg da. Das hat mich so bewegt. Leute, die jetzt nicht im Sonntagsstaat gekommen waren, sondern wie von der Straße, aber mit einem wirklichen Bezug zu ihm. Mit armvoll Blumen es sich zum Anliegen gemacht haben, von ihm persönlich Abschied zu nehmen. Das war insgesamt eine ergreifende Stimmung. Es war ganz komisch, als Maris Jansons das letzte Mal bei uns war. Das war Anfang November, also einen Monat bevor er verstorben ist. Und wir hatten uns verabschiedet. Mein Front Office-Leiter, der ihn vergöttert, musikalisch wie menschlich, und ich, wir hatten ihn bis zum Auto begleitet, das erste Mal überhaupt. Normalerweise verabschiedet man sich meistens im Hotel und ihm noch nachgewunken. Und im Nachgang, als wir einen Monat später eben erfahren haben, dass er verstorben ist, ist uns beiden eigentlich kalt geworden, weil wir sagten, okay, so eine Verabschiedung hatten wir noch nie in den vielen, vielen Jahren, fast 20 Jahren, die wir ihn erlebt haben, wo er gekommen und gegangen ist. Für mich macht die Magie von Jansons sein Geschichtenerzählen aus. Er konnte sein Handwerk perfekt, er konnte sagen, ja, da schleppt das Horn, da ist die Flöte zu laut oder was immer. Aber wenn es darum ging, um Stimmungen zu vermitteln, das hat er wunderbar beherrscht, wie sonst kein anderer eigentlich. Ob er gesagt hat, das muss wie die Hoffnung klingen, wie kurz vorm Sonnenaufgang. Oder eine Wärme versprühen wie eine mütterliche Umarmung. Oder es muss knistern in der Atmosphäre wie zwei frisch Verliebte. Also diese Bilder hat er immer verwendet, um uns die Musik näher zu bringen. Egal, ob die Musik gerade euphorisch war oder höchst depressiv oder so, das war einfach, der hat es einfach immer geschafft, dass wir da alles für dieses eine Charakter oder für diese Emotionen geben. Jetzt kommt ein Vorbereiten zu etwas, aber zu etwas Heiliges. Nicht nur da. Schon wie gehen. Und da kommt bitte Paradies, ja? Und das ist dieser Zauber, was solche Leute also wirklich ins Orchester bringen können. Das kann man nicht, glaube ich, das kann man nicht lernen. Es ist eine gewisse Mischung zwischen Erfahrung, zwischen Ehrlichkeit eines Dirigenten und natürlich diese Bereitschaft, alles zu geben. Ja, nicht zu laut, sorry. Konzert in Wien. Es war besonders auffällig, wo ich dann einfach bei der Schostakowitsch-Sinfonie eine bestimmte
Stimmung erreichen wollte. Ja, und dann hat er einen Einsatz gegeben, dann haben wir angefangen, dann hat er so nur abgewunken, hat gar nichts gesagt. Hat nur etwas in seinem Gesichtsausdruck verändert und dann nochmal. Und dann also mit dieser Stimme so, nein, nein, das, Sie wissen schon, ja, also diese Atmosphäre, Sie wissen schon, wie es sein wird. Geben Sie es nochmal. Geben Sie diese besondere Atmosphäre und so. Und dann plötzlich entstehen etwas, also man kann es einfach nicht beschreiben, was passiert da gerade. Plötzlich entsteht eine unglaubliche Atmosphäre. Man versteht überhaupt nicht, was passiert, aber es passiert was. Das merkt man sofort. Es sind dieselben Leute, es ist dieselbe Einsatz. Es ist alles dasselbe, nur es klingt völlig anders. Das muss kräftig sein, entschieden, wissen Sie. Und die ta pa pi pi ta di ta pa pi pi pa pa pi aktiv. Sehr aktiv bitte sein. Und das, wenn Sie so lange spielen, das macht, dass jede Note ist ein bisschen separat. Ta ta ti ta 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 pa pi pa 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 bitte. Nicht übertreiben mit dem Strichen, dass wir nicht verlieren die musikalische Phrase. Bitte, ja? Er hat uns nochmal und nochmal wiederholen lassen und noch mehr gefordert, dass der Klang wärmer wird, dass jede Note Bedeutung hat, dass diese Klänge sprechen, dass man die Phrase lang macht. Und das vermisse ich heute manchmal. Also natürlich, jeder Dirigent hat eigene Stil, eigene Art zu proben. Und ich hätte viele von diesen Proben mit Herr Janssons nochmal erleben wollen. Heute denkt man mit einem Sentiment darüber. Das ist gut, dass er uns genervt hat. Deshalb spielen wir gut. Also er war selten wirklich zufriedenzustellen, hatte man das Gefühl, weil es eben von seiner Seite aus immer so kam, dass er sagt, ja, aber machen Sie so und so. Im Konzert war das aber ganz aufgelöst. Da war das eine ganz andere Atmosphäre und das hat uns sehr beflügelt. Das haben wir auch sehr genossen. Wollte, dass wir uns an unser Limit bringen. Aber seine berühmte Phrase, die dann wirklich zu einem Leitmotiv geworden ist, also fühlen Sie bequem. Ja, also fühlen Sie sich wohl. Also er wollte es zwar extrem leise oder extrem intensiv haben, aber er wollte nie einen Musiker Stress vorbereiten. Hat er große Anforderungen ans Orchester gestellt und natürlich, er wollte die beste Qualität haben, aber die Mitarbeiter so führen und so gestalten, dass dann eben dieses Ergebnis rauskommt, das habe ich immer wieder bewundert und das versuche ich natürlich nachzumachen. Er kreiste ja ganz oft auch um die Frage, was ist überhaupt Motivation und Führung? Also was bedeutet das als Dirigent, ein Orchester zu führen, auch auf einen Weg zu bringen, zu begleiten? Und wie ist das in der Politik? Wie ist das in der Wirtschaft? Wie ist es im Fußball?
Also es gab eine solche Fülle an Themen. Er war umfassend interessiert. Er war in so vielen Ländern ja schon zu Hause, konnte auch Kulturen übersetzen. In Amerika gelebt, in Norwegen gelebt, in Russland, im Baltikum, in Deutschland. Also da waren so viele Bezüge. Was mich am meisten bewegt hat in Beobachtung dieses Mannes, ist die totale Hingabe an das, was er macht. Das können Sie in der Politik nicht immer sehen. Das können Sie in der Verwaltung nicht immer sehen, auch im normalen Arbeitsprozess. Und dass er so ein Großer geworden ist, hat damit meiner Ansicht nach auch zu tun. Schon 10 Jahre her sein. Da haben wir, glaube ich, eine Bruckner-Messe geprobt und wir hatten die berüchtigte Klavierabnahmeprobe im Chorsaal und wir hatten zu diesem Zeitpunkt eine Liste von Pianisten und der Einzige, der konnte, war ein sehr verdienter Pianist, aber ein älterer Herr, der, was die Aufmerksamkeit und das Gehör aber anbelangt, nicht mehr ganz so zuverlässig war. Der hat sehr gut gespielt. Aber man merkte sofort, also Maris Jansons hat geprobt und wenn er abgebrochen hat, der Pianist hat einfach weitergespielt, weil er es schlichtweg nicht gemerkt hat. Wenn er dann verstanden hatte, wo wir wieder anfangen, also Takt 140, dann hat er sofort losgespielt. Und Jansons guckte also so ein bisschen so, guckte ihn so an und dann hat er gesagt, noch einmal Takt 180, aber erst wenn ich sage. Also so einen Chef zu haben, der immer eine gewisse Ruhe bewahrt und immer über allen Problemen steht und dann sagt, es wird. Das würde ich gerne mal irgendwann mal lernen, wenn es mir gelingt. Ich stelle mir immer vor, dass es furchtbar schwierig ist, immer ein Orchester zusammenzubinden mit den verschiedenen Instrumenten und verschiedenen Begabungen auch. Da ein Ganzes draus zu machen, da müssen sie ständig sich intensiv einfinden und zusammenbinden. Ohne Leidenschaft geht das nicht. Wenn er auf die Bühne kam, hat er auch so eine leichte Nervosität gehabt, ja? Hat auch ein bisschen so gezuckt. Und dem Moment, wo er angefangen hat, war ein anderer Mensch. Dann war die Energie da und die Empathie da gegenüber dem Orchester. Und wenn man dann immer, was mich so fasziniert, die Interaktion zwischen ihm und dem Orchester gesehen hat, dann hat man gemerkt, wie dieses Orchester ihn liebt. Man muss einerseits denken, Jansons kommt aus einer Generation, wo es den Maestro gibt, der quasi die Vaterfigur ist, aber der über das Orchester steht. Und heutzutage sind die Dirigenten viel mehr Teamplayers. Die sind Teil, also die mehr auf einer Augenhöhe. Das will ich aber nicht sagen, der Jansons hat das nie ausgenutzt oder so, aber der kam aus einer anderen Generation, die das anders betrachtet haben oder mit einer anderen Selbstverständlichkeit. But conductor without orchestra is just nothing. And you know,
We are connected. I and these musicians, my colleagues, we are connected by strong and deep relationship since actually more than 14 years. And I would like to today, this evening, sincere thank to this great orchestra. I'm so grateful that I had opportunity to realize my dream, becoming conductor. And dream that should be open to every young musician, boy or girl. Also für mich war Jansons der Inbegriff eines Chefdirigenten. Er hatte zwar zwei Orchester zeitgleich, also Konzertgebau und uns, aber er hat uns nie das Gefühl gegeben, dass er nicht tausendprozentig für uns da ist. Wenn man überlegt, wie er nach München gekommen ist, sein Kalender war voll. Ja, also er hat jetzt nicht nur Proben und Konzerte gehabt, sondern der hat ganz viel Politiker getroffen, große Persönlichkeiten in München, hat unermüdlich und unerbittlich für diesen Saal gekämpft, auch den Politikern versucht zu erklären, wie wichtig die Kultur und wie wichtig die klassische Musik ist. München ist, wie ich sage, eine Lokomotive, nicht nur für Bayern, nicht nur für Deutschland, aber für die ganze Musikwelt. Also beim Konzertsaal war er kompromisslos. Zum einen wollte er immer den neuesten Stand wissen. Er hat jeden Amtswechsel in der Staatskanzlei oder im Münchner Rathaus mit vielen Recherchen begleitet, ob der neue Amtsinhaber sozusagen auch eine Affinität hätte zur Musik, zur Klassik. Ja, er wollte immer alles genau verstehen. Und er hat, ich musste ihm immer ein bisschen demokratische Nachhilfestunde geben, wie das bei uns mittlerweile so ist, die Rolle der Medien, wenn wieder ein kritischer Zeitungsartikel erschienen ist. Warum schreibt er das? Der müsste doch eigentlich erkennen, dass das völlig falsch ist. Man musste erläutern, so ist es eben bei uns. Er versuchte schon, nicht nur die Struktur der Partitur zu entschlüsseln, sondern auch die Struktur des politischen Prozesses. Für mich gab es immer eine Wiederholung. Und zwar war das ganz egal, ob ich im Backstage besucht habe, ob wir essen waren, ob er in der Kuratoriumssitzung unserer Stiftung Neues Konzerthaus war. Er hat immer gefragt, Randlkofer, wie geht es dem Projekt? Kommen Sie voran? Kann ich Ihnen helfen? Hat er immer gesagt. Ja, ich möchte natürlich ganz ehrlich sagen, ich möchte, dass unser Saal wird wirklich das Beste. Saal in der Welt. Er war immer ein wohlmeinender Mensch und insistierend, also beharrlich. Er hat immer und immer wieder mit den gleichen Argumenten dann begonnen, aber in dieser sehr zugewandten, sehr herzlichen Art. Also hat dann so auf die Tischplatte geschaut und gesagt, nun ja, Sie sagen, und dann hat er das nochmal wiederholt, um dann aber zu sagen, aber sagen Sie, geht da nicht doch und doch etwas voran? Ich habe noch mal nachgeschaut. Am 15. Januar 2009, 13 Uhr, Termin von drei Herren beim neu gewählten Ministerpräsident Horst Seehofer. Mit dabei der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Thomas Gruber. Da saß ich als der Repräsentant der Brescher Group für ein Konzerthaus und Maris Jansons. So saßen wir zu dritt nebeneinander, Maris in der Mitte. Gruber erzählte von den Problemen des Orchesters. Ich erzählte von den Problemen des Standorts, vom Kulturstandort Bayern, vom Musikstandort München. Und Maris erzählte von Musik und Akustik. Das ist wie ein wichtiges Instrument. Das ist so wie ein Geiger plötzlich hat die Möglichkeit, dass eine Bank hat ihm gegeben Millionen und er kauft ein neues Stradivarius. Er ist so glücklich doch, nicht wahr? Und
der Horst Seehofer, das eine seiner großen Begabungen hat, ganz ruhig zugehört. Mal die eine oder andere kurze Nachfrage. Und dann hat er sich bedankt, ohne irgendeine Schlussfolgerung zu ziehen, ohne ein Resümee für sich zu formulieren, und hat sich verabschiedet im großen Arbeitsraum des Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei. Später habe ich das erst kapiert, und zwar 4 Tage später. Denn Seehofer hatte offenbar einen Plan gefasst. Mit Maestro Jansons hatte ich schon ein Gespräch. Das wird eines der teureren Gespräche gewesen sein, weil er mich ziemlich überzeugt hat, lieber Kurt Faltelhauser, dass wir in München einen Konzertsaal brauchen. Wir waren völlig überrascht, natürlich erfreut, haben uns hinterher dann intensiv unterhalten, geradezu aufgeregt. Und Maris saß da und hat sich umgeschaut auf allen Zuhörern. Hört ihr, der will das, was wir auch wollen. Ging es eigentlich ziemlich oft nicht so ganz gut, also gesundheitlich. Er hatte immer wieder was, und das war für uns dann irgendwann mal zur Normalität geworden. Das war der Jansons, er kam immer zurück zu uns. Also der war krank, okay, er ist jetzt im Krankenhaus, dann kommt er in 2 Monate wieder. Das war immer einfach so ein Übermensch, der einfach weiter leben wollte, und er hat so ein unglaubliches Willen. Und ich habe eine sehr persönliche Geschichte mit ihm. Die stattfand, als mein ältester Sohn kurz vor seinem 7. Geburtstag an Leukämie gestorben ist. Die ich ganz besonders fand. Also er hat mir als ein Kondolenzschreiben geschrieben in Form eines Telegramms nach seinem Tod. Ungefähr bis 2 Jahre nach seinem Tod ist er immer wieder auf mich zugekommen. Trotz diesen vielen Terminen, die er hatte, ist er immer ganz persönlich auf mich zugekommen und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und mir immer Mut und Kraft gewünscht, dass ich da durchkomme. Und da bin ich ihm bis heute unheimlich verbunden, unheimlich dankbar, dass ich das Gefühl hatte, es war ihm wichtig. Es war ihm jeder Musiker wichtig in diesem Orchester. Er wusste vielleicht nicht von jedem den Namen, aber das war ja unwichtig. Aber sein Orchester war ihm wichtig und das Wohlsein seines Orchesters. Und das findet man selten. Also er war wirklich wie ein Teil der Familie und hat sich irgendwie interessiert und Sorge gemacht vielleicht, und hat ihm auch gefragt, ja, sind Sie gesund? Passen Sie gut auf Ihre Gesundheit? Es ist jetzt kalt, und also irgendwie ganz herzlich. Wir haben schon nicht mal gescherzt. Also wenn du es in Proben denkst, oh Gott, dem geht's nie gut. Also der ist jetzt irgendwie, ja, man sieht, ne, das ist schwach und sowas. Und so, wie wird das? Wie wird's, also wie wird's ein Konzert und so. Und dann plötzlich kommt ein anderer Mensch, der irgendwie 20 Jahre jünger ist und powert also bis zum auf 200%. Ja, wir haben schon wieder gescherzt. Gott, was nimmt er dann? Also das möchte ich mal auch haben.
Für mich war die letzte Tournee sehr ergreifend. Und in Retrospektive, aber auch schon damals hatte ich das Gefühl, es ist eine Abschiedstournee. Ich weiß, dass ich in Köln bei vier letzte Lieder die ganze Strauß vier letzte Lieder durchgeweint habe. Und das kann mein Pultpartner Tommy bestätigen. Ich glaube, er hatte richtig Angst, was mit mir passiert. Ich wurde so emotional. Es gab eine Millisekunde, wo ich in sein Gesicht geguckt habe. Und er war... Es gab alles, Mischung von Traurigkeit, Dankbarkeit, eine wahnsinnige Ermüdung da. Man konnte sehen, es ist ein sehr erkrankter, älterer Mensch. Und in dieser Musik hat man auch sehr viel dass alles vergeht. Also man hat das Gefühl, dass das alles sehr zerbrechlich ist. Und danach ging ich zu Garderobe zu ihm, auch Danke zu sagen nach dem letzten Stück. Also da war ich schon auch gut gelaunt und nicht mehr so zerstört. Und wir haben nur Witze gemacht, irgendwas über Polen und polnische Tradition, dass man viel Wodka trinkt, irgendwas so gequatscht einfach und gelacht. Und eigentlich, das ist letztes Mal, als wir gesprochen haben. Wir haben ja in Wien das Intermezzo von Strauss gespielt. Und er hat uns erzählt, dass dieser langsame Satz sein liebstes Stück überhaupt sei. Und er hat geweint während der Aufführung und während dieses Satzes. Und in Wien sitzen die Bläser sehr nah am Dirigenten. Und das hatte man gesehen. Und das hat mich zutiefst berührt, weil ich wusste, wie viel ihm an Wien gelegen ist, wie wichtig die Stadt war für sein ganzes Leben. Und ich hatte das Gefühl, dass der da schon Abschied nimmt. Wir waren schon sehr lange verheiratet mit Maestro Jansons und es waren auch manche Kollegen müde. Und sie haben gesehen, er hat weniger Kraft. Und die Konzerte, das Konzert in Wien, das Konzert in Paris, das waren so, oder in Hamburg, da ist noch seine Kraft so rausgesprudelt. Und die hat man sehr genossen als Musiker. Aber die Sorge um ihn und die Sorge um dieses immer weniger werden, die war auch omnipräsent da. Also es stand unter einem gewissen Schatten. Und danach natürlich in New York, das war ein sehr schweres Konzert. Haben draußen auf dem Gehsteig gewartet. Es waren so viele Menschen, die da in der Schlange waren. Die wussten, das wird das letzte Konzert von Jansson sein. Das war schon zu spüren. Ich glaube, alle wussten Bescheid. Und deswegen hat man da Zeiten erlebt, die man für Horowitz vielleicht mal erlebt hatte, als er in New York oder in Moskau gespielt hat. Während des Konzerts hatte ich oft Angst, dass er stirbt auf der Bühne.
Ja, nach dem Konzert habe ich gedacht, ich will so etwas nicht nochmal erleben. Weil es zu nah war, dass er zusammenbrach. Und das ist auch erschütternd, wenn man weiß, wie sehr jemand oder wie jemand dirigieren konnte und in was für eine Kraft er stand. Und dann ein gewisses Schatten seiner selbst ist, das tut weh. Obwohl es ein sehr berührendes Konzert war, aber wir hatten alle Sorge um ihn. Zusammengehalten und gespielt, was wir konnten und so gut, wie wir konnten. Und es ist bestimmt viel Emotionalität rübergekommen. Ja, es hat einen einerseits leid getan, und aber man hat auch, ich fand es auch bewundernswert, wie er trotzdem gekämpft hat. Es war ja eine Kämpfernatur immer. Ja, das ist einfach jetzt wie in einem Film quasi alles. Und in diesem Film überhaupt dabei gewesen zu sein, ist schon fast surreal jetzt, und aber in einem extrem positiven Sinne natürlich. Ja. Ich denke oft an ihn, und ich denke mir immer wieder, ohne dass man sich jetzt versündigen möchte, ich bin dankbar zu leben, auch heute in dieser herausfordernden Zeit zu leben, aber ich denke mir oft, wie wäre wohl Maris Jansons uns damit umgegangen, letztendlich das für ihn Wichtigste auf der Welt, neben seiner Frau Irina und seinem kleinen Hund Mickey, war das Allerwichtigste für ihn auf der Welt, die Musik und die Bühne. Und da denke ich oft drüber nach, wie wäre er wohl damit umgegangen, hätte das verkraftet. Wenn ich mich daran erinnere, dann geht es mir sofort viel besser. Und dann denke ich mir, die Zeit wird wieder kommen sowieso. Ein bisschen Geduld und sehr viel Dankbarkeit, dass das überhaupt schon erlebt wurde. Ich vergesse nicht seine Demut vor der Kunst. Das werde ich immer bewahren. Jansons, und das ist für mich etwas so Erstaunliches, hat eigentlich nie auf die öffentliche Wirkung, also auf die Akklamation, auf das Publikum, auf den Glamour geachtet. Jansons hat immer auf die Musik geachtet. Wenn die Musik für seine Ohren gut waren, dann war alles gut für ihn. Auch die perfekte Vorbereitung und zugleich die immerwährende Spontaneität. Seine Ehrlichkeit gegenüber der Musik, gleichzeitig eine bestimmte Gelassenheit und Ruhe gegenüber vielen Problemen. Liebe zur Musik und ich glaube auch Mut zur Emotionalität. Die Güte, die Freundlichkeit, trotzdem aber auch die Kraft und dieses Vereinbaren dieser Dinge aus innen heraus, das mich beeindruckt hat. Er war einer, der die Menschen umarmt hat, im übertragenen Sinne ebenso wie körperlich. Einfach nur sein Lächeln und seine Freundlichkeit, die mich auch im Herzen nie verlassen werden. Ja. Und das ist schön. Das ist schön, wenn man letztendlich auch in eine Zukunft gehen kann, ohne letztendlich Verlust zu empfinden, weil letztendlich ja noch viel übrig geblieben ist. Er ist wirklich in dieser Musik bei uns weiter präsent, hat uns wirklich geprägt. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk.